Guten Morgen, Deutschland. Sie ist wieder unterwegs. Ja, diesmal in Georgien. Das ist ein kleines Land, was am Schwarzen Meer ist, ohne Landverbindung nach Europa. Und sie stellt sich dorthin mit ihrem Mikrofon und sagt uns da draußen, dass sie da ist in Georgien, weil die Menschen in Georgien ja in die EU wollen. Begründung für diese Aussage waren 2 oder 3 Demonstrationen in der Hauptstadt mit ca. 1.000 bis 5.000 Menschen. Und jetzt blenden wir ganz kurz um in ein anderes Bild nach Frankreich, wo Millionen Menschen gerade auf der Straße sind, die gegen diesen ganzen Irrsinn unterwegs sind. Und Herr Macron stellt sich hin und verurteilt diese Proteste und Demonstrationen, die zum Teil wohl gewalttätig wären, währenddessen seine Polizisten ja auf die Demonstranten in Frankreich einprügeln, wo er noch vor ein paar Jahren sich vor die Presse gestellt hat und aufgrund der Proteste im Libanon gesagt hat, also liebe Leute, das ist für die Freiheit und da muss man doch die Demonstrationen zulassen. Genau, ich liebe diese Heuchelei zum einen bei Herrn Macron, aber auch bei Frau Baerbock, weil anstatt man nach Georgien fährt und irgendwem was erzählen will, dass die Masse der Georgier doch bitte in die EU möchte, sollte man vielleicht erstmal nach Frankreich schauen und dort die Bürger unterstützen, die sich gegen diese Polizeigewalt oder die sich mit der Polizeigewalt auseinandersetzen müssen. Oder die Proteste, die es gab in Holland. Da haben wir von Frau Baerbock auch nichts gehört. Da ist sie wieder, die wertebasierte Heuchelei des Westens, liebe Leute. Ich finde das toll. Übrigens, wir haben seit heute dann endlich unsere 18 Leopard-Panzer in der Ukraine. Und gestern wurde bekannt, dass die deutsche Bundesregierung beabsichtigt, die Hilfen für die Ukraine von 3,2 auf 15 Milliarden Euro stufenweise zu erhöhen. Wir haben so viel Geld, das ist so toll. Es ist so schön, wenn man zeitgleich in Deutschland die Menschen dazu zwingen möchte, die Öl- und Gasheizungen aus den Häusern zu schmeißen und das Ganze fördern möchte mit gewissen Prozentzahlen. Ich finde ja, liebe Leute, bei dem ganzen Geld, was man die letzten 3 Jahre rausgeschmissen hat, plus dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und den Hunderten von Milliarden, die man während der Corona-Krise für gelinde gesagt viel Schwachsinn aus dem Fenster geworfen hat. Ich glaube, da könnten wir so ziemlich jeden Altbau in Deutschland sanieren und niemand müsste irgendwie einen Kredit aufnehmen. Aber nun gut, das ist wieder Populismus, das ist wieder Polemik und das kann man ja das eine mal wieder nicht mit dem anderen vergleichen. Und deswegen, liebe Leute, liebe ich die Heuchelei in der Politik oder wie auf Rügen zum Beispiel, wo sich der Herr Merz in Mecklenburg-Vorpommern hinstellt und sagt, die Bürger müssen in den sauren Apfel beißen, währenddessen die CDU in den Kommunen auf Rügen die Alarmglocken schrillen und sie dagegen sind, dass LNG-Terminals vor der Küste Rügens gebaut werden. Aber hey, Herr Merz ist sowieso ganz vorne dabei, der hätte ja am liebsten eine Fusion mit den Grünen. Nein, das hat er natürlich nicht gesagt, aber er möchte koalitionsfähig bleiben mit den Grünen. Also mit den Grünen, mit denen er sich dann polemisch über die Bild-Zeitung und über andere Zeitschriften immer wieder mit kleinen Paschas auseinandersetzt. Ich bin begeistert, liebe Leute. Vielleicht merkt in Deutschland auch irgendwann der Letzte, dass auch die CDU nicht mehr die CDU ist. Und dass wir hier in einem Land voller wunderbarer, wertebasierten Heuchlern leben.